Ja, wir wurden heute Mittag alarmiert hier zu einem Brand einer Werkstatt in der Focke-Straße in Bramsche. Und wir haben einen Werkstattbereich vorgefunden, der in voller Ausdehnung gebrannt hat. Man konnte bereits schon auf der Anfahrt konnte man die starke Rauchentwicklung sehen. Daraufhin hat man sich entschlossen, weitere Feuerwehren zu alarmieren. So sind nämlich dann jetzt auch die Feuerwehr Engter hier, die Feuerwehr Epe ist hier, sowohl die Malteser der Schnelleinsatzgruppe sind hier und die Polizei. Das Gebäude befand sich in Vollbrand bei unserer Ankunft. Man muss ja immer hier mit rechnen, da hier PKWs drin sind, da hier Motorblöcke verbaut werden, dass natürlich auch mit anderen Dingen hantiert wird, wie Spraydosen, wie Gasflaschen und so weiter und so fort. Deswegen haben wir uns halt zu dem Schritt bewogen gefühlt, dass wir hier mehr Personal brauchen und auch dementsprechend mehr Unterstützung. Ja, also wir haben einen Löschangriff aufgebaut, mittlerweile von jetzt fast 4 Seiten, dass wir dann den Brand relativ schnell dann unter Kontrolle bringen konnten. Wie gesagt, vorhin schon dieses Brandgut, was wir jetzt halt nun mal in dieser Gewerkstatt drin haben, ist halt natürlich so verbaut, beziehungsweise auch dann die Motorenblöcke aus Magnesium zum Beispiel, die halt einen massiven Löschangriff halt benötigt haben.